Ach, Frühling, Frühling. Erst da spüren Sie da auch der Frühling überall. Sicherheitskräfte schlagen aus. Spekulationen blühen, Hans-Werner Sinn schießt ins Kraut und schon reagiert man allergisch. Und in Frankfurt. In Frankfurt haben sich die diebischen Elstern von der EZB ein neues Nest gebaut. Wütend protestieren die Rotkehlchen und zünden die Polizeiautos der Blaumeisen an. Und das freut so manchen gemeinen Journalistengimpel. Denn wenn er sich über brennende Autos aufregen kann, dann muss er nicht darüber nachdenken, um wie viel schlimmer die Gewalt der EZB ist, die sie in den südlichen Ländern den Menschen gegenüber ausübt. Aber das Rauschen im Blätterwald in diesem Frühling, es gilt vor allem natürlich dem gemeinen Griechen. Tsipras, Tsipras heißt der lustige Singvogel, den die Mauerseglerin Angela Merkel bald im Auftrag der Aasgeier der Hedgefonds rupfen wird, weil er sich der neoliberalen Agenda verweigert. Da muss ein neues Feindbild her und alle durften mitmalen, natürlich auch die Vollmeisen aus den Redaktionen. Die Welt, die Tageszeitung Die Welt, also die Bildzeitung für Vermieter, hat gekräht, dass die Griechen 800 Milliarden Euro Schwarzgeld in der Schweiz gebunkert haben. Und wenn die Schmierfinken sowas schreiben, ist die Empörung bei den Schnapsdrosseln an den Stammtischen vorprogrammiert. 800 Milliarden Euro, das ist ja ganz schön viel, das sind ja mehrere Fußballfelder von der Größe des Saarlands, ja. Wo leben wir denn eigentlich? Da kann ich jetzt weiterhelfen. Wir leben in einem Land, in dem Günther Jauch ungestraft die Berufsbezeichnung Journalist tragen darf. Die Welt hat die Zahl dann noch korrigiert und geschrieben, es waren gar keine 800 Milliarden, sondern wenn man es zusammenrechnet, vielleicht gerade mal 800 Millionen. Aber zu spät, die anderen Zeitungen hatten es schon gedruckt. Denn eins ist ganz klar, in der deutschen Journalistenschule ist Abschreiben erlaubt. Weiteres Hauptfach in der Journalistenschule, das Ausblenden der Realität. Dabei muss man Teile der Realität so lange ausblenden, bis die Wirklichkeit mit der Meinung des Herausgebers übereinstimmt. Denn eins ist klar, wir haben im Bereich Griechenland, deutsche Politiker und Journalismus, in vielen Bereichen die Vernunft längst hinter uns gelassen. Wir warten knietief in der Esoterik und im Spirituellen, wenn die Ikone der schwäbischen Hausfrau den Einwohnern des Südens als Heiligenbildchen an den Rückspiegel gehängt wird. Wie irrational das Ganze ist, zeigt die Grundlage der Sparpolitik, die eine Theorie ist. Und das ist kein Witz. Die EU-Politik basiert tatsächlich auf der Theorie der rationalen Erwartung. Und die besagt, ob und wie viel wir Konsumenten ausgeben, hängt von der Entwicklung des Bundeshaushalts ab. Wenn die Regierung eine Sparpolitik macht, die bei uns das Vertrauen in künftige Steuererleichterungen weckt, dann kommt dieses erwarteten Steuereinnahmen führen dazu, dass wir in der Gegenwart jetzt schon mehr Geld ausgeben. Und das kennen Sie doch alle, oder? Wenn man im Supermarkt steht, an der Kasse und sich überlegt, die Biotomaten sind aber teuer. Aber wenn jetzt, Moment, die Regierung es schafft, bei der Gesundheitsreform die Leistungen zu kürzen, die Steuersätze stagnieren und die kalte Progression abgeschmolzen wird, dann könnte sich bei gleichbleibender Preisentwicklung mein künftiges Einkommen in Zukunft um 16 Euro erhöhen. Wissen Sie was? Ich nehme die Biotomatin. Gegen die ökonomische Vernunft
der schwäbischen Hausfrau ist die Jungfrauengeburt reine Naturwissenschaft.